Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nightmares from the Deep. Wir haben hier einen Vogel gefunden, ich bin ganz stolz auf mich, und wollten eigentlich unbedingt zum Zeitungsdingens eigentlich mal hin. Weil das scheint ja der Rebellenstützpunkt zu sein. Zumindest war es ja da auch der Redakteur und, die hier miteinander geschrieben haben. Okay. Benötige Licht. Oh, ich habe ein Feuerzeug. Ja, ein Feuerzeug kennt ja jeder, macht so ein enormes Licht. Und die funktioniert nicht, oder was? Okay, wir brauchen eine neue. Was haben wir denn hier alles? Ich sehe mich gerne nach drin um, aber erst muss ich die kaputte Licht reparieren. Okay. Da sind Fußschritte. Das ist nicht gut. Was ist hier? Ah ja. Ein Wimmelbild im Dunkeln. Das fängt ja gleich mal gut an. Eine Wäscheklammer. Die ist hier. Ein Taschentuch. Ein Geodreieck. Taschentuch, Geodreieck. Brieföffner, der war hier hinten. Notizbuch, Glühbirne. Glühbirne, Notizbuch. Notizbuch? Notizbuch. Ist das ein Notizbuch? Nein, das sind Blätter. Notizbuch. Teetasse und ein Stempel. Teetasse und ein Stempel, der muss irgendwie komisch sein. Noch ein Dominostein, um alles umzukippen. Was? Brauchen wir einen Dominostein? Nein. Können wir aber. Und dann? Was kriegen wir jetzt dadurch? Ein beschädigtes Tor. Okay. Ich stelle keine Fragen. Ich stelle einfach keine. Motte, Bürste. Motte habe ich doch gesehen. Hier ist ein Stempel. Okay. Eine Motte. Eine Bürste und ein Kreis. Eine Bürste. Warum will die jedes Mal eine Bürste? Was für eine Bürste? Ein Pinsel. Pinsel. Ein Kreis. Müssen wir einen zeichnen, oder? Nee, das können wir nicht. Ein Kreis. Wie soll man denn... Ach, wir sollen hier bestimmt einen malen. Okay. Gut. Und wir erhalten eine Glühbirne. Wer hätte es gedacht? Die setzen wir gleich mal hier ein und es werde Licht. Yay. Und schon können wir uns hier ein bisschen gezielter umgucken. Was ist denn das zum Beispiel? Dem Drucker fehlt Druckerschwärze. Ich kann eine Matrize durch die Rollen drehen, um eine Kopie zu erhalten. Aha. Ja, und da scheint ein Strom. Die Schnur wurde durchgeschnitten. Ich muss die Drähte isolieren. Können aber nicht. Wir haben nichts. Wir haben doch nichts. Da sind Fußspuren. Sag, warum sagst du nichts zu den Fußspuren? Vom Kraken versenkte und von Bürgermeister Möhrig geplünderte Schiffe seit 1889. Alexandria, bittersüß. Sind ja nur zwei. Oh nein, da stammt der als der Wunschstein von aus King Monk. Oh mein Gott. Es sind doch nur zwei gewesen, meine Güte. Ein Foto fehlt hier. Rebellensymbol. Hm. Komm, da können wir mit der Hand drin rum. Was ist das? Was ist das denn? Ein Spielzeugsoldat, okay. Das da reinrahmen. Wenn ich richtig verstehe, kann Garn benutzen, um das Boot anzuheben und die Tore zu zerbrechen. Das hat man nämlich schon im Voraus geplant. Jemand anderes hatte schon diese Idee. Kohle können wir mitnehmen. Die brauchen wir vorne beim Kran. Ah. Sonst noch was? Nö. Sonst passiert hier nichts. Was ist das hier? Schatten über Kingmouth. Kingsmouth. So. Murray setzte seinen Prätorianer ein, um seine Gegner anzugreifen und die Stadt zu übernehmen. Verbreitet sich der Fischfluch als Strafe für Piraterie noch weiter? Die letzte Schlagzeile. Ah ja. Was ist hier? Ach so. Da kriegen wir nur wieder dasselbe. Ein Bild liegt hier nicht rum anscheinend. Wir können nur auf die Promenade zurückkehren. Okay, machen wir das doch. Wir brauchen noch ein Bild. Aber wir können erstmal die Kohle platzieren. Bäm, Kohle.
Hallo? Ah ja, müssen wir das wahrscheinlich erstmal aufmachen. Dann können wir hier mit Bam. Noch mehr. Bam, es reicht nicht. Bam. Alles. Okay. Das heizt ordentlich. Und hier... Da fehlten uns noch die Schrauben. Genau. Ist natürlich schlecht. Tja, aber das Feuer glüht ja so lange, bis wir was gefunden haben, hoffe ich. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, ganz kurz gucken. Okay. Zeitlich passt's. Nur bin ich etwas verwirrt. Ein Spielzeugsoldaten. Das Feuerzeug haben wir immer noch. Geh nochmal zu dem Typen. Da weiß ich nicht, wie wir das starten können. Mit dem können wir reden. Thanks for the rum. You seem decent enough, so I won't mince my words. We settled Kingsmith to quit the pirate racket and live ordinary lives as fishermen and sailors. But the dream ended when we spent all our ill-gotten treasures and the first hardships appeared on the horizon. To save us, Mayor Murray signed a pact with that cunning sea devil Davy Jones. As payment, Jones gave him the mermaid siren Calliope. Murray stole Calliope's powers, and now he leads the town with an iron fist. We tried to oppose him, but he was stronger. The only thing left of the good old days are memories like this photo. Take it. I don't want it anymore. Okay, hier kriegen wir also das Foto her. Dann können wir, ich glaube, gerade eh nichts anderes tun, als wieder den ganzen Weg zurückzulaufen. Wo war das nochmal? Hier war... Nee, hier? Ja, hier war's. Okay, upsa, ein Foto fehlt. Hier. Und dann ordnen wir die Fotos neu an, um ein großes zu gestalten. Sieht ja als Hinweis die Hintergrundfarben an. Ja, das wird halt alles unten gehören. Das noch so, so, so. So. Moment. Meh. Upsa. Vielleicht eher so rum. Das so. 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 Moment. Nein, das passt so nicht. Aber das passt so auch nicht. Dann doch eher so. So. Jetzt haben wir's. Und dafür platzt eins plötzlich. Es scheint wohl ein Symbol zu fehlen. Das platzt immer wieder neu auf, wenn da jemand rein möchte. Was für eine Verschwendung. Wir gehen mal ins Versteck. Das scheint einer zu sein. B-
ich erschrecke mich halt trotzdem. It must be the owner. So he paid the price for uncovering the truth about the mayor. Hallo, Hattie. Oh. Dabei decken wir aus Versehen gleich was auf. Was ist das? Ein Kranhebel. Na Mensch. Und das? Ein Aufziehschlüssel. Sonst nix. Jede Menge Notizen und. Da ist wieder mal ein Symbol. Eine Zahlenkombination, die wir nicht wissen. Zum Öffnen brauche ich einen Griff. Haben wir nicht einen Griff irgendwo? Ach so. Ach, das ist ein Suchbild. Boah, ich habe schon wieder gar nicht gerafft. Sorry, Leute. Ich habe jetzt gerade nicht gerafft, dass das ein Suchbild ist, ein Wimmelbild. Ich dachte, es ist jetzt einfach nur näher rangezoomt. Okay. Da fehlt ein Stock. Und da ist ein Schlüssel, der fehlt. Oh Gott. So vieles. Wir brauchen ein Messer. Ist das erstmal ein Griff? Für den Griff können wir wahrscheinlich hier... Okay, können wir nicht. Dann bedarf es hier den Griff. Dann können wir das öffnen, dort das Messer rausnehmen. Das Messer können wir... Für was verwenden? Um das Hammerteil zu schleifen. Ah ja. Okay, mit dem Hammerteil können wir hier rein. Nehmen den Hammer, schlagen... Oh. Da die Wand ein. Erhalten ein Bilderrätsel. Na super. Naja, wir müssen also eins weiter rüber. So. Was ist das? Ein Schriftsatz und ein Schlüssel. Ein Schriftsatz können wir wahrscheinlich hier reinlegen. Dann machen wir die Presse wieder runter. Okay, wir brauchen noch Druckerschwärze. Aber vielleicht können wir hier aufschließen. Die Druckerschwärze finden. Anmalen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Papier. Schrauben und leeres Papier. Das können wir hier von hier aus mitnehmen. Dort reinfügen. Bäm, plopp. 2, 4, 7. Und wir erhalten die Schrauben. Und damit haben wir alles, was wir benötigen. Die brauchen wir für den Kran nachher. Okay. Lebst du noch? Armer Journalist, auf der Suche nach der Wahrheit getötet. Jetzt ruht er bei den Korallen. Nimm mal deine Dreckshand da weg. Ich werde sie ohne den Aufziehschlüssel nicht einschalten. Aber wir haben ihn ja zum Glück. Oh, und erhalten einen Ring, einen Siegelring und eine weitere Dublone und einen Abschiedsbrief. Wer wird den Fluch aufheben und den Bürgermeister schützen? Stürzen. Schön. Der Bürgermeister hat meine Zeitung geschlossen, da ich die Wahrheit über den Fischfluch aufdeckte. Obwohl ich beweisen konnte, dass er vorwiegend Personen mit einer verdorbenen Seele trifft und unser Bürgermeister ist das perfekte Beispiel dafür, hat der Fluch nun auch uns andere getroffen. Wer wird den Fluch aufheben und den Bürgermeister stürzen? Und er verwandelte uns in scheußliche Fischmänner. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir Calliope befreien. Und um Calliope zu befreien, müssen wir den Pakt zwischen Murray und David Jones brechen. Um wiederum den Pakt zu brechen, müssen wir 12 goldene Fischsteine finden, die vom Bürgermeister, den Prätorianern und dem Kraken beschützt werden. Ich denke mal, das war's. Aber es gibt noch Hoffnung. Calliope wollte Hilfe außerhalb von Kingsmouth suchen. Es gibt eine Frau, die schon einmal den Pakt von David Jones gebrochen hatte. Ich bete dafür, dass es ihr noch einmal gelingt. Ja. Dafür bete ich auch. Jeden Tag. Mimimi. Was haben wir hier noch? Oh. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wir können das... Ach so, wir können es rausschütteln. Okay. Ein Vogel oder so gibt es hier aber nicht. Doch, da oben. Und ein Kraken? Wenn wir schon mal dabei sind? Anscheinend nicht. Okay. Mein Auge juckt mich. Meh.
Tja, dann haben wir hier, glaube ich, alles. Damit können wir eigentlich nochmal zurück ins Versteck gehen. Und uns eine weitere Geschichte anhören. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, es geht. Das machen wir noch. To avoid poverty and the town's decline, Murray summoned Davy Jones, the treacherous sea devil. Known for granting wishes to those who deal with him. They struck a pact. One day later, a mermaid named Calliope was caught in the sailors' nets. According to the hellish pact, she was guaranteed to secure the town's well-being. Ah, Calliope wurde da einfach mal mit reingezogen. Hier gibt's nichts. Wir haben nur noch... Genau. Wir haben noch das, was wir für den Kran benötigen. Huch. Und die Schrauben für hier unten. Das machen wir nach Grad. Schraubentrieber, den wir schon Ewigkeiten vorher gefunden haben, bevor wir überhaupt dran gedacht haben, dass wir den hier brauchen könnten. Na, naja. Jetzt kann ich den Kran benutzen, um das Boot anzuheben. Okay, das klingt gut. Das machen wir auch. Wir machen den Kranhebel hier noch rein. Und dann sieht alles vollständig aus. Ich kann das Boot erst drehen, wenn es angehoben ist. Okay, anheben. Und dann drehen. Bam! Das hat bestimmt keiner mitbekommen. Wir waren ganz leise und taktisch. Ich finde das richtig gut. Wir werden bestimmt ganz schön viel Ärger kriegen dafür. What is he looking at in the distance? I should check it too. Ja, aber alles der Reihe nach. Huch, was räumen wir denn hier weg? Warum räumen wir das hier weg? Ach so, wir haben es aufgestellt. Oh my. If I'm right, the mayor might want to. This can't be true. Attack this ship using the Kraken. I have to somehow contact the crew and tell them to escape those waters.